In unserem nächsten Beitrag bleiben wir in Berlin, denn da spielt der Film Die Kunst, ein Mann zu sein. Und wie alle unsere bisherigen Beiträge hat auch der mit Musik zu tun. Denn Die Kunst, ein Mann zu sein, ist ein mit Musik unterlegter Stummfilm und einer mit sehr schönen, lakonischen Kommentaren. Ich habe den Film am letzten Tag des Hamburger Low-Budget-Filmforums entdeckt und war sofort überzeugt, das wird ein sogenannter Kultfilm werden, ein Film, den man sich immer wieder gerne ansieht, weil er komisch und ironisch ist, amüsant und entlarvend. Also alles in allem höchst unterhaltsam. Matthias Drawe und Rashid Tunçay haben sich das lockere Werk ausgedacht und auch gespielt. In einem Berlin, das auf mich selten so selbstverständlich kosmopolitisch gewirkt hat wie in diesem wunderbaren Low-Budget-Film, der unglaublicherweise nur 5.000 Mark gekostet hat. Er ist Türke, oder besser gesagt Osmane. Ein feiner Unterschied, auf den er jedoch großen Wert legt. Er benutzt ein englisches Walnuss-Shampoo, das seinem Haar den Glanz und die Fülle geben soll, die er sich wünscht. Besonders stolz ist er auf seine behaarte Brust, die, wie er glaubt, Frauenhände magisch anzieht. Etwas besorgt ist er wegen seiner immer weiter zurückgehenden Geheimratsecken. Deshalb zählt er stets die Haare nach, die sich im Ausguss verfangen haben. M ist Deutscher. Manchmal hat er jedoch das Gefühl, dass er auch ein Jamaikaner sein könnte. M hält sich für attraktiv, ist aber nicht ganz mit der Resonanz zufrieden, die er vom weiblichen Publikum bekommt. M's Schnurrbart hat Geschichte, denn er trägt ihn einer Frau zuliebe. M möchte den Frauen geben, was sie wünschen. Er würde sich auch das Haar auftupieren oder die Fingernägel lackieren, wenn es so gewünscht würde. Besonders stolz ist M auf seine zarte Haut, die schon von vielen Frauen bewundert wurde. Gelegentlich machen R und M einen Ausflug mit dem öffentlichen Bus, da die wiegenden Bewegungen des Fahrzeugs sie in eine angenehme Stimmung versetzen. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpenade. R und M führen gern geistreiche Gespräche, wobei sie sich über metaphysische Probleme ebenso unterhalten wie über die schweißtreibende Wirkung von Synthetiksocken. C'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. On a day like today, V ist R's Freundin. Sie ist ein aufgewecktes, jedoch etwas schwieriges Mädchen. In the sand.
Ihr Studium betreibt V nur nebenbei, denn ihre ganze Hingabe gehört der Malerei. Bisher hat sie jedoch noch keine Ausstellung gewagt, da sie die Zeit noch nicht reif dafür hält. M hat S in einem lateinamerikanischen Tanzlokal kennengelernt. Er ist stolz darauf, inzwischen die verschiedenen Wechselschritte zu beherrschen, was ihn viel Schweiß und Mühe vor dem heimatlichen Spiegel gekostet hat. S ist ein leidenschaftlicher Fußballfan. Allerdings feuert sie prinzipiell nur die Mannschaft mit den kürzeren Höschen an. Das waren leider nur einige sehr wenige Szenen aus dem Episodenfilm Die Kunst, ein Mann zu sein. Dieser Film erhält natürlich auch Hinweise auf den Berufsalltag der beiden. Der eine ist beispielsweise Barkeeper, der andere ist Koch in einem afrikanischen Restaurant. Und beide haben mehrere Freundinnen, die natürlich nichts voneinander wissen dürfen. Sie ist eben schwer, die Kunst, ein Mann zu sein. Ich sitze hier im Schneideraum neben Matthias Drawe. Matthias Drawe ist der Autor, der Regisseur, der Tonmann, der Hauptdarsteller dieses Films. Matthias Drawe ist 27 Jahre alt. Mit ihrem Freund Rashid haben sie gemeinsam vor der Kamera gestanden. Sie haben auch gemeinsam gedreht, sie waren gemeinsam Regisseure. Was haben sie gemacht, wenn sie beide vor der Kamera standen? Ja, normalerweise haben wir es ja so gemacht, wenn er im Bild war, habe ich ihn aufgenommen. Wenn ich im Bild war, hat er mich aufgenommen. Wenn wir beide im Bild waren, haben wir die Kamera fest installiert auf dem Stativ und haben dann einfach irgendjemanden drücken lassen. Ich meine, ein Opa oder ein Student, ganz egal. Eben jemand, der gerade vorbeikam und Zeit hatte. Wie sind Sie dazu gekommen, Filme zu machen? Das war doch teuer. Naja, die Kamera haben wir einfach im Flohmarkt gekauft und das Filmmaterial, das haben wir uns in der DDR besorgt. Also meine Oma ist da gestorben, ich kann nicht sagen glücklicherweise, ja, aber die hat mir ein Bankkonto hinterlassen. Mit Westmaterial hätten wir das nie geschafft, den Film zu machen, das wäre viel zu teuer gewesen. Sodass wir also mit diesem Ostgeld von meiner Oma russisches Rohmaterial in der DDR gekauft haben und das dann über die Grenze geschmuggelt haben. Braucht man dazu eigentlich eine Ausbildung, um solche Filme machen zu können? Nein, glücklicherweise nicht. Sie haben das gelernt, während Sie es machten? Ich denke, dass wenn jemand was zu sagen hat, dass er einfach reinspringen muss und es machen. Einfach learning by doing sozusagen, ja. Einfach machen, da wird man viele Fehler machen. Ich selbst habe alle Fehler gemacht, die man nur machen kann. Aber nach 3 Wochen wusste ich dann, wie es geht. Ich wusste genau, was ich für ein Bild haben wollte und dann wusste ich, wie es technisch geht. Mhm. Und auf einer Filmhochschule braucht man dafür 3 Jahre. Um nochmal zurückzukommen auf die Kunst, ein Mann zu sein, haben Sie für diesen Film inzwischen einen Verleih? Also in Deutschland haben wir leider noch keinen Verleih. Im Ausland geht es ja immer etwas schneller. In dieser Woche wird in Schweden der Film mit 3 Kopien gestartet. Auch in Holland haben wir einen Verleiher gefunden. Bloß eben bei uns dauert es noch ein bisschen, aber ich denke, es wird schon irgendwann klappen. Herzlichen Dank, Matthias Drawe. Ich wünsche Ihnen, unseren Zuschauern, dass Sie den Film bald in unseren Kinos sehen können.